Zur Regierungsbildung. Wir sind diese Tage Zeugen eines sehr merkwürdigen Schauspiels. Der Wahlkampf ist vorbei, aber ich denke, es lohnt sich nochmal an das zu erinnern, wofür die Parteien eigentlich gewählt wurden. Jürgen Trittin und Sigmar Gabriel wollten, Per Steinbrück, wollten innerhalb der ersten 100 Tage den Spitzensteuersatz anheben. Jetzt haben sie noch nicht mal 14 Tage gebraucht, um diese Position zu räumen. Also ich sage mal so, wenn die Gewerkschaften so verhandeln würden, hätten wir immer noch die 48-Stunden-Woche. Wahlkampf, Wahrheit und Steuern, das passt bei der SPD also ganz offensichtlich nicht gut zusammen. Dabei wäre was anderes möglich. Im Bundestag steht es 319 zu 311 für einen Mindestlohn, für einen höheren Spitzensteuersatz, auch mit dem Ziel, um die Mitte zu entlasten und Armut zu vermeiden. Wenn die SPD sich nun auf eine große Koalition einlässt, dann heißt das zum zweiten Mal, dass sie nach 2005 die Möglichkeiten von Rot-Rot-Grün ungenutzt lässt. Ich glaube, das ist ein historischer Fehler. Und vieles spricht dafür, dass es am Ende auf eine große Koalition hinausläuft. Der Mitgliederentscheid, der bei der SPD stattfinden soll, ist ja de facto am Ende vor allen Dingen eine Erpressung der Basis zuzustimmen, denn das Damoklesschwert Neuwahlen wird doch sehr stark drücken und deutlich Druck ausüben. Wenn es zu einer großen Koalition kommt, wird die Linke die Rolle der Oppositionsführerschaft übernehmen und gut ausfüllen. Wir werden 100% sozial und unbestechlich sein. Wir werden aber auch eine Opposition der Einladung praktizieren. Das heißt, wir wollen immer wieder Brücken bauen zu Sozialdemokraten, deren Herz halt doch für soziale Gerechtigkeit und vor allen Dingen für einen Politikwechsel schlägt. Ich gehe davon aus, dass eine große Koalition sehr schnell den Menschen eine Rechnung präsentieren wird, eine Rechnung für die Bankenrettung, eine Rechnung für die Eurokrise und eine Rechnung für die Unfähigkeit, Millionäre ordentlich zur Kasse zu bitten. Wir als Linke werden soziale Alternativen präsentieren, die andere Mehrheiten umsetzen könnten, wie ein Mindestlohn, eine Mindestrente, die sicher vor Armut schützt und eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Wir werden durch diesen Druck aus der Opposition heraus viel erreichen und wir fangen mit diesem Druck bereits vor der Regierungsbildung an und werden bereits bei der konstituierenden Sitzung entsprechende Anträge einbringen in den Bundestag. Um es mal klar auf den Punkt zu bringen, wenn die SPD einen Koalitionsvertrag unterzeichnet, der nicht vorsieht, Millionäre stärker zur Kasse zu bitten, um die Entlastung der Mitte zu finanzieren, wenn die SPD einen Koalitionsvertrag unterzeichnet, der keinen Mindestlohn vorsieht und nicht die Abschaffung des Betreuungsgeldes, um Kitaplätze zu finanzieren, vorsieht, dann betrügt sie ihre Wählerinnen und Wähler. Und dieser Wahlbetrug wäre nach der Agenda 2010 und nach der Rente erst ab 67, die auch in keinem Wahlprogramm standen, dann der dritte große Wahlbetrug. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall eine Zerreißprobe für die SPD werden, wo noch unklar ist, wie das ausgeht. Bei den nächsten Wahlen sollte dann wahrscheinlich der Slogan heißen Ministersessel statt Mindestlohn. Zum Thema Flüchtlingspolitik. Nach der Flüchtlingskatastrophe vor Lampedusa hat der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, von Deutschland gefordert, zusätzliche Flüchtlinge aufzunehmen. Diese Forderung ist richtig und menschlich, der schließen wir uns an. Doch das Problem ist viel grundsätzlicher. Wir müssen generell die EU-Flüchtlingspolitik verändern. Also weil klar ist, dass die rigide Flüchtlingspolitik die Abschaffung des Entstehens einer Festung Europa unmenschliche Auswirkungen hat. Die bisherigen Bundesregierungen haben sich geweigert, die EU-Flüchtlingspolitik neu auszurichten. Sie haben sich geweigert, einer solidarischeren Aufteilung der Asylsuchenden innerhalb der Länder der Europäischen Union zuzustimmen. Und den Preis für diese Verweigerungshaltung bisheriger Bundesregierungen müssen jährlich Tausende von Flüchtlingen zahlen, die vor der Grenze der EU ums Leben kommen. Spätestens nach den Ereignissen dieser Woche sollte allen klar sein, die bisherige EU-Flüchtlingspolitik, die Abschottungspolitik, ist gescheitert und wir fordern deswegen offene Grenzen für Menschen, insbesondere für Menschen, die aus Angst um Leib und Leben auf der Flucht sind und wir fordern eine solidarische Aufteilung der Asylsuchenden innerhalb der Europäischen Union. Das System Frontex muss beendet werden. Frontex muss Flüchtlingen helfen, anstatt sie in den sicheren Tod zu treiben. Soweit von meiner Seite. Vielen Dank. Dank, Frau Jacke. Thank you.
der Fraktionsklausur. Was sind denn Ihre Erwartungen an das Treffen, an die Personalentscheidungen, die da fallen werden? Also die Fraktion wird sich ja jetzt auf der Klausur aufstellen. Wir werden uns auch verständigen über ein Sofortprogramm. Bernd Rixinger, Gregor Gysi und ich hatten da ja bereits eine entsprechende Vorarbeit geleistet, die wir auch der Öffentlichkeit vorgestellt haben. 10 Bereiche, wo wir Druck machen wollen für einen Politikwechsel. Und was die Personalentscheidung anbelangt, wir als Partei haben gute Erfahrungen mit einem Kurs der Integration gemacht. Und ich glaube, die Fraktion ist gut aufgestellt, wenn sie auch diesen Kurs fährt. Und insofern gehe ich davon aus, dass natürlich gibt es im Vorfeld von Personalentscheidungen immer unterschiedliche Vorstellungen und die werden manchmal auch öffentlich ausgetragen. Das ist auch ganz normal, aber ich glaube, am Ende ist die Fraktion gut aufgestellt, wenn sie eine breit getragene Lösung findet. Frau Kiering, wird es eine Doppelspitze zwischen Herrn Wagenknecht und Herrn Gysi in paritätischer Teilung geben? Zu dieser Position habe ich eine sehr dezidierte Meinung, die habe ich auch den betroffenen Personen gesagt. Und als Vorsitzender haben wir natürlich hier die Verantwortung, dass wir eine gemeinsame, einvernehmliche Lösung finden. Und deswegen diskutiere ich diese Frage mit den Betreffenden und nicht heute hier auf der Pressekonferenz. Tut mir leid, da bitte ich um Verständnis. Am Ende wird diese Entscheidung die Fraktion fällen. Eine Nachfrage, wird es ein alleiniger Vorsitz oder eine Doppelspitze? Meine Antwort bezog sich genau auf diese Frage. Auch diese Frage wird die Fraktion auf ihre Klausur treffen und entscheiden. Und ich wäre schlecht beraten, wenn ich diese Entscheidung jetzt vorweggriffe. Der Kollege? Ja, Michael Merz von der Jungen Welt. Gibt das denn Auswirkungen auch durch die Kamper-Enthüllungen jetzt? Naja, also zum einen gibt es bei uns einen Grundsatz, und zwar, wenn immer Mitarbeiter betroffen sind, egal ob es Mitarbeiter der Geschäftsstelle sind oder Mitarbeiter der Bundestagsfraktion, sowas diskutieren wir nicht öffentlich. Das gehört für mich zu den Grundpflichten eines halbwegs seriösen Arbeitgebers oder einer Arbeitgeberin. Und in dem Fall ist es nochmal besonders brisanter, weil es handelt sich um eine Mitarbeiterin der Bundestagsfraktion. Da wäre jetzt sowieso auf einer Parteipressekonferenz kein Platz dafür. Frau Jacke. Die Frage hätte ich jetzt auch gestellt. Ich habe leider keine Frage. Ich versuche es mal ein bisschen abstrakter. Es gibt ja Regeln für Leute, die sich aufstellen lassen als Kandidaten. Die müssen ihre politische Biografie öffentlich darlegen, öffnen und öffentlich darlegen. Ist das sinnvoll, das jetzt auch von etwas prominenteren Mitarbeitern zu verlangen? Weil so, wie es aussieht, sind sie ja zu jedem beliebigen Zeitpunkt angreifbar. Dadurch, dass man bei ihren Nachbarn mal ein paar Akten zieht. Rot und Grün hat sich ja auch jetzt mit der Personalie Kamper erledigt. Also den letzten Schluss teile ich überhaupt nicht, weil weil die Entscheidung von SPD und Grünen, sich so zu verhalten, war ja bevor es überhaupt dazu die entsprechenden Medienartikel gegeben hat. Und bei uns gibt es einen Offenlegungsbeschluss für alle Kandidaturen, für wenn man jetzt als Abgeordneter kandidiert oder auch für ein Amt der Partei kandidiert. Beides übt Ruth Kamper gegenwärtig nicht aus. Insofern ist das jetzt für den jetzigen Zeitpunkt Punkt, immer gibt sich daraus keine sofortige Reaktion und diesen Beschluss halte ich grundlegend für richtig. Eine Nachfrage dazu. Gab es denn jetzt nicht Unmut an der Parteispitze darüber, dass Frau Kamper nicht von sich aus mal auf diesen Punkt hingewiesen hat? Na, ich habe großes Verständnis, dass Sie dazu nachfragen, aber nochmal, das ist hier eine Frage, wo auch die Linke und vor allen Dingen die Linksfraktion als Arbeitgeberin gefragt ist und wir behandeln solche Sachen im direkten Gespräch mit den Beschäftigten und nicht via Pressekonferenz. Alles andere wäre extremst unseriös. Okay. Frau Kipping, nochmal eine Nachfrage zu der Klausur. Muss man sich das so vorstellen, dass Sie also morgen um 14 Uhr zusammentreten und dass wir die Presseöffentlichkeit aber erst am Mittwoch um 15 Uhr dann via Kai aus der Kiste das alles aufgezählt bekommen? Ich bin mir sicher, dass wir eine ziemlich gut arbeitende Pressestelle in der Bundestagsfraktion haben, die auch einen Plan hat, wie die entsprechende Information stattfindet. Fakt ist, wir treffen uns 13 Uhr, beginnen erstmal mit einem Mittagessen und danach werden die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Und ich bin mir sicher, Sie werden Mittel und Wege finden, um schon vor der endgültigen Pressekonferenz an das eine oder andere Zwischenergebnis heranzukommen. Und ich glaube, dass auch unsere Pressestelle in der Bundestagsfraktion dann entsprechenden Service hat, dass sobald eine Wahl getroffen ist, Sie auch ordnungsgemäß informiert werden. Das heißt, nochmal nachfragen, Wahl wird schon morgen Nachmittag sein.
Ich weiß nur laut meinem Kalender, von wann bis wann ich jetzt dort bin. Den genauen Ablauf besprechen wir jetzt nochmal auch abschließend heute Abend, die Verantwortlichen.